bleiben Sie. Ich muss ja dann wieder ohne Maske. Nee, die kriegen von mir eine. Gut. Jetzt gleich? Fangen Sie an. Fangen Sie an. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, ich möchte noch mal um Entschuldigung bitten, dass ich jetzt hier ohne Maske gelaufen bin. Das kommt nicht mehr vor, Frau Präsidentin. Entschuldigung bitte. Also, zur Sache. Viel versprochen, nichts gemacht. Das soll er nun sein. Also, der große Wurf, das allumfassende, allselig machende gesamtdeutsche Fördersystem, so wie Sie es in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen haben. Eine Novelle des GRW-Gesetzes. Die einzige wirkliche Änderung ist nun die Förderfähigkeit von Verkehrsanbindungen bereits geförderter Gewerbegebiete an das überregionale Straßennetz. Wirklich tolle Leistung. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Diese Anpassung ist richtig und im Übrigen auch überfällig. Und deswegen werden wir der Beschlussempfehlung auch zustimmen. Aber im Grunde ist dieses Änderungsgesetz ein Witz. Es ist das einzige in dieser Legislaturperiode zum GRW-Gesetz und sogar das einzige seit 2015. Und das, meine Damen und Herren, hat mit Engagement für gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ihre Regierungskommission gleichwertige Lebensverhältnisse in dieser Legislaturperiode mit viel Tamtam angekündigt, pressewirksam beendet, war reines Blendwerk. Sie war pure Wählertäuschung. Wir haben das vorher gesagt, und nun haben die Menschen da draußen es schwarz auf weiß. Meine Damen und Herren, den strukturschwachen Gebieten, den Kleinstädten, in den ländlichen Räumen steht nicht erst seit dem Lockdown, aber seitdem besonders das Wasser bis zum Hals. Der Eigenkapitalschwund beim Mittelstand ist dramatisch. Umsätze brechen ein. An Investitionen und Beschäftigungsaufbau denkt kaum jemand, an Geschäftsaufgabe und Entlassungen umso mehr. Der Lockdown verunsichert nicht nur die Menschen, sondern eben auch die Unternehmen. Das Regierungschaos macht seriöses Planen praktisch unmöglich. Wir von der AfD, wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Denn Leben auf dem Land bedeutet Freiheit. Freiheit von sozialistischen Blütenträumen wie linkem Mietendeckel oder grünem Eigenheimverbot. Freiheit von Rundumüberwachung und Gängelung. Daher müssen wir gegensteuern, aktiv und nicht erst, wenn jemand danach fragt. Wir müssen strukturell und grundsätzlich an unsere Förderkulisse ran. Und das heißt als erstes eine strikte Anwendung des Subsidiaritätsgedankens. Förderung muss im Land entschieden werden. Und das erfordert eine weitgehende Renationalisierung von Strukturförderung, eine Trockenlegung des Brüsseler Sumpfes. Unsere Steuergelder, meine Damen und Herren, müssen zunächst einmal hier in Deutschland die Missstände beseitigen. Außerdem muss Förderung nachfrageunabhängiger werden. Wir haben nicht nur bei GRW das Problem, dass häufig Mittel gar nicht abgerufen werden. Strukturförderung hat auch die Aufgabe, eine solche Nachfrage zu schaffen. Wir haben dazu Vorschläge mit einem Konzept, das anhand von intelligenten Algorithmen Förderbedarf automatisch feststellt, den Fördererfolg prüft und Anpassungen vornimmt. Natürlich braucht das mutige Entscheidungen. Kompetenzen müssen neu verteilt werden, liebgewonnene Besitzstände aufgelöst werden. Genau dies hätte eine Regierungskommission leisten können, nein, leisten müssen. Herausgekommen ist das vorliegende Mini-Änderungsgesetz, und damit wollen Sie ländliche Räume retten. Na, herzlichen Glückwunsch, die Wähler werden es Ihnen nicht danken. Vielen Dank. Danke schön, Enrico Komning. Moment noch. Ich danke Ihnen, nächster Redner für die SPD-Fraktion.